Sport TV nach dem Spiel in Büderich. Kalli Weber bei mir, der Schütze zum 3:1 von letzter Woche. Da muss ich dich als allererstes mal nachfragen. Was war das für ein Gefühl, nachdem du gefühlt 20 Fahrkarten noch geschossen hattest, so in den letzten Spielen, dass du ausgerechnet in der letzten Sekunde das letzte Tor, wo dir das ganze Stadion in den Hals fällt, schießen kannst? Ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben, was da im Körper abgeht. Das ist pure Ekstase. Da eine Last ist dann abgefallen, auch von mir selbst, weil ich auch selbst sehr kritisch mit mir selbst umgehe und ja, da kommt alles nochmal raus und man freut sich einfach, dass es doch ein persönlicher Abschluss war, dass wir doch das Ziel erreicht haben, was auch ja lange auch nicht so ganz klar war, ob wir es erreichen können oder nicht. Und ja, es war einfach ein unglaubliches Gefühl und schön für alle, dass wir es geschafft haben dann. Saison rum, das Spiel heute brauchen wir nicht groß drüber reden, war ein bisschen Urlaub. Heute Nacht geht's, glaube ich, nach Malle, wenn ich richtig informiert bin, oder wie sieht's aus? Morgen früh, genau, gut über die Hälfte der Mannschaft fliegt nach Malle. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich beruflich nochmal nächste Woche unterwegs bin. Aber ja, es wird, glaube ich, eine ordentliche Sause. Wir haben nochmal gut in der Mannschaftskasse Strafen gesammelt in den letzten Wochen, dass die Jungs auch kostenlos da trinken können. Und ja, ich freue mich für die Jungs auf jeden Fall. Kalli Weber kennt andere Partys vom VfB Hilden, da fährt niemals als Einzelmännchen hin. Das ist ihm zu langweilig mit dem KFC, oder? Nein, das kann ich so jetzt nicht sagen, aber das stimmt schon. Wir haben schon wilde Partys dort erlebt. Ich glaube, wir waren einmal mit über 60 Mann da. Das war schon sehr verrückt und ich habe schon vieles erlebt und mittlerweile bin ich so in dem Alter, ich schaffe das Ganze nicht mehr. Also das schafft man einfach. Ein alter Mann. Die Saison hat dich einige Jahre gekostet, schätze ich mal. Waren auf und ab. Zieh mal ein kleines Fazit, wenn du mal so zurückblickst. Für die letzten 12 Monate, wie lange sind die dir vorgekommen? Wie 5 Jahre oder wie war es so? Also ich glaube, man sieht es an meinen Haaren. Die werden, glaube ich, immer dünner. Und es ist wirklich, also wir haben auch viel Spaß gehabt, das muss man auch sagen. Aber es waren natürlich sehr, sehr viele Schwierigkeiten dabei und die haben viel Kraft gekostet und deswegen bin ich froh, dass jetzt auch mal die Saison vorbei ist und dass wir ein bisschen Energie tanken können und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Kalli, keiner hat es dir mehr gegönnt letzte Woche als ich. Dankeschön. Ich danke dir für diese Saison. Weißt du mir noch sagen, wie es weitergeht mit dir? Das kann ich leider noch nicht sagen. Stand jetzt verlängert sich mein Vertrag und das alles Weitere müssen wir mit den Verantwortlichen besprechen und dann gucken wir mal. Und schauen wir mal. Sind wir guten Mutes, dich vielleicht nochmal in unserem Trikot zu sehen. Danke dir, mach's gut. Danke dir.